Ich muss dir was zeigen. Kannst du dazu was sagen? Oh, na, kriegst du gleich einen Anfall? Bonnie. Weißt du, Liebes, ich beobachte dich schon seit ein paar Wochen. Die behandeln dich hier wie ein richtiges Stück Scheiße. Es ist hier nicht so übel. Und was ist mit Phil, der dich begrabbelt, wenn du an ihm vorbeigehst? Und was ist mit den Kunden, die dir nie ein Trinkgeld geben? Das ist nicht übel. Dieser Ort kann dich niemals so glücklich machen, wie du es verdienst. Aber wir können's. Warum bist du so unglaublich nett zu mir? Die Sekte will sie einfangen. Du solltest dich nicht fragen, warum ich so nett zu dir bin. Frag dich lieber, warum das niemand vor mir war. Werde ein Teil von uns, Anna Baby. Bonnie nahm mich auf. Endlich war ich willkommen. Deshalb warst du bei Sammys? Ich hatte keine Wahl. Sie sagten, das ist der einzige Weg, sich zu reinigen. Lass mich gehen. Ich sag auch nicht. Bitte. Ich wollte sie stoppen, aber ich konnte nicht. Ich musste einfach nur raus und er... das Schreien. Die Tränen. Das Blut. Das Würgen. Das Leiden. Sieh mich an, Anna. Solche Menschen haben ein Schema, um andere gefügig zu machen. Wo hat Bonnie dich noch mit hingenommen? Zu einem Nachtclub. Nuit Blanche, dort führen sie die Anwärter in die Familie ein. Sie hat auch Zeichen. Kenne ich. Ein Hippie-Club in der Innenstadt. Und diese Spielkarte. Nur damit lassen sie dich dort hinein. Verstehe. Naja, wir haben sie ja. Also komm wieder rein, ne? Hey, das war sehr gut, Anna. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja, ja. Hey, pass auf den Nebelschleier auf. Wenn der Schleier aufzieht, steigt der Geist in vor und das Fleisch verzehrt. Ach du Gott. Die Kleine braucht Hilfe, Pater, ganz dringend und so schnell es geht. Aber sowas von. Die wird sie niemals bekommen. Sie hat doch nichts außer ihrem Namen. Ich meine, die werfen sie in eine Gummizelle und vergessen sie. Wir wissen beide, diese Stadt schert sich nicht um die Armen und die Schwachen. Und die Geisteskranken. Aber sie hat uns. Ich mache ihr etwas zu essen und du tust, was du tun musst, mein Sohn. Genau, wir werden uns drum kümmern. Danke, Pater. Wir werden sie alle erledigen. Peng, peng, peng. Ja, er betet zu Gott. In Blut gehüllt. In Blut gehüllt. Begib dich zum Nuit Blanche. Blanche. So, da ist eine Weste, können wir noch holen. Medipack können wir uns hier noch holen. Achso, ist der Joystick schon, der Gamepad schon wieder ausgegangen. mal gucken. Haben wir keine Sinne? Ne, da müssen wir eben mal so laufen. Da ist der Medipack, genau. Brauchen wir. Sonst müssen wir wieder teuer kaufen. Wir nehmen uns noch mal eine Schutzweste mit. Das waren Klamotten. Nö, Klamotten lassen wir, wie gesagt. So, hier. Waffenschrank. Da. Dann. Ja, was für eine Sekte. Da kommt einem so vor wie... Mann, das lag mir eben schon auf der Zunge. Die Scientologen, die sind ja genauso schlimm, ne? Versprechen dir das und jenes und oh ja und bla 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 und wollen eigentlich nur dein Geld, die Idioten.
Aber gut, gibt immer noch Leute, die dann schwach sind, ne? Die fallen drauf rein. Oh, wir sind hier auf dem Dach. Da waren wir auch noch nie, ne? Gibt's auch nichts. Wir können immer noch keine den Sensor, hätte man gesagt, unsere Sinne schärfen. 1500 Meter, wo ist denn das? Hm. Warte mal kurz. Hier raus, 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 raus. Hier? Im Blut gehüllt, da müssen wir hin. Anna hat sich mit einem mörderischen Kult eingelassen und braucht Hilfe. Finde mehr über diese Leute heraus und über das, was sie wollen. So, begib dich zum Nude Blanche. Anna sagt, die Ensanglente, oh Gott, würden den Club dazu benutzen, um neue Anhänger anzuwerben. Begib dich dorthin und schau dir das einmal an. Na klar machen wir das. Sind ja nicht umsonst hier, ne? Wir wollen ja Anna helfen. Bup, 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 bup. So, ja, genau, hier richtig. Hallo, Pater Brown, wie ich immer so schön sage. Wo geht's raus? Wo geht's raus, Pater? Oh, ein schönes Bett. Oh, wir könnten schlafen. Machen wir aber nicht. So, ja, da ist die Tür. Gut, jetzt geht's runter. Sind wir eigentlich beim Pater oder sind wir in den Sammys Bar? Nee, bei Sammys Bar sind wir nicht, ne? Nee, das war ja bei seiner Tante, oder was er sagte, ne? Da wäre... Genau. Hat er ja gesagt, bei der Tante wäre. So. Steigen wir mal ein. Bam, 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 bam. Oh. Würde ich mal sagen, wir fahren da hin und schauen mal nach, was uns da erwartet. Und bevor wir dann da auch reingehen, sollten wir uns nochmal Medikamente und so auffüllen. Oh, da war noch was. Entschuldigung. Oh, habe ich gerade einen Kratzen im Hals wieder. Hier, genau, Elektronik einsammeln. Weil wir schon mal hier sind. So. Eine Schutzweste haben wir schon angelegt. Brauchen wir nicht mehr hin. Brumm, 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 brumm. Oh. Geradeaus. Spreche so leicht rum. Nicht, dass die anderen wieder auftauchen. Hier gibt es Medipacks, die wir uns natürlich holen. Da brauchen wir uns die nicht kaufen. Ist nur die Frage, ob wir rein dürfen. Und sind die jetzt draußen? Nee. Unbefugtes Betreten. Okay, gehen wir wieder raus. Kommen wir bestimmt von hinten ran, oder? Zack. Wo ist das Medipack? Hä? Ob ein Dach oder was? Nee. Hier hinten. Schleich uns meine... Gehst du zu Chuffs Begräbnis? Zu viele verdammte Begräbnisse in letzter Zeit. Vito, das Arschloch. Alter! Ich hätte gedacht, dass er das drauf hat. Was ist hier los? Den ganzen Haufen wegpusten? Chuffs war verdammt loyal. Hat gern für Bull gearbeitet. War er nicht frisch verheiratet? Ja, keine Rothaarige, die bei der Dockarbeitergewerkschaft am Schreibtisch sitzt. Ah, sagen wir schon viele. Ja, ey. Schätze, er hat ihren Braten in die Röhre geschoben oder sowas. Großer Gott. Auf Chuffs. Okay, lass ihn mal laufen. Am Medipack wollen wir eigentlich bloß holen, ne? Da ist der Medipack. Der sieht uns nicht. Ist der auch noch?
Der geht da lang? Okay. Da kommt auch noch eine. Oh, 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 oh. Hm. Eigentlich ja. Nur Medipacks holen. Was glaubst du, wo du hier rüber? Gut. Wurde kein Alarm ausgelöst, oder? Gut. Dann gehen wir nicht mal. Wie ist der hier reingekommen? Farbiger haben hier nichts zu suchen. Ist da rüber gekommen. Ach, der ist schon tot. Okay. Auf 12 Uhr. Oh, 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 oh. Rett um euer Leben? Ja, ja. Geben wir bloß weg. Na, jetzt machen wir... Jetzt, nö, ja. Wie viele Schuss haben wir noch? 7 Stück? Oh, 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 oh. Da kommt doch gleich einer. Okay. Der ist doch tot, oder? Nachladen. Da ist noch einer hinter. Suche Schutz. Da und da, okay. Hey. Scheiße, er hat mich fest im Griff. Nein. Oh. Guck, da und da. Muss kurz Munition wechseln. Wie war das mit der Knarre wechseln? Okay, jetzt ist nur noch der da. Hoffe ich mal. Okay. Die Entdeckung. Wo ist er? Da hinten kriegt er umher. Ja, ein bisschen Geld ist schon mal nicht schlecht. Aber dafür, dass wir nur den Medipack holen wollten, ne? Hm? Wo ist er? Ach da. Oh, da ist noch einer. Der kommt hier gerade um Wachtposten. Jo. Ha! So, das habt ihr davon. Wenn ihr mich nicht in Ruhe hier plündern lässt. Dadurch ist natürlich auch unsere Schutzweste erstmal flöten gegangen, aber vielleicht finden wir noch eine. So. Guck mal, hier liegt noch so viel rum. Siehst du, war gar nicht mal so verkehrt, dass wir jetzt hier aufgeräumt haben. Aber irgendeiner ist noch auf der Suche. Da, Munition. Das ist schon mal gar nicht mal so verkehrt. Was sagt die Knarre? Pistole haben wir jetzt wieder voll. Mal leiser reinschleichen, ne? Ja, mal ein bisschen Action nach den letzten Folgen. Nachdem wir in den letzten Folgen eigentlich so gut wie kaum was gemacht haben. Also, naja, außer eingesammelt. Der sucht noch. Hier ist der Medizinschrank. Gut. Zack, jetzt haben wir 3. Geh in Deckung. Und da oben sollten wir mal reingehen. Oben ist das, ne? Okay. Er ist tot. Ja, ja. Rambazamba, da liegt das schöne Geld. Oh, was ist hier? Zurück. Notiz lesen. Na klar. Junior, ich bin schon lange ein treuer Kunde, als du überhaupt auf der Welt bist. Dein Daddy und ich kennen uns seit 1947. Wenn ich also einen gelben Dilio Kashmir bestelle, möchte ich auch genau den bekommen. Ich möchte nicht, dass du einfach versuchst, mir einen roten Kaschmir anzudrehen, als wäre ich ein Kind, das nicht weiß, was es will. Bring das in Ordnung, sofort. Alles klar.
So, die Notiz. Oh, guck mal hier, gibt's noch ein Vargas-Gemälde oder was? Jupp. Ja, schon mal ganz gut, dass wir hier. Macht der Munition ist bloß hier, ne, oder? Und eine Knarre. Die lassen wir mal. Eigentlich haben sind wir eigentlich gut ausgestattet mit den Knarren, die wir haben. Und da ich ja eh gerne mit Schalldämpfer spiele. So, hier müsste eigentlich auch wieder alles voll sein, ne? Oh, eine Schutzweste. Das ist toll. So. Das andere grüne, das war jetzt immer noch das der Waffenschrank. Gut. Einer läuft hier noch umher, der sucht uns noch. Den machen wir aber auch kalt. So ist es nicht. Medizinschrank ist dann noch, aber wir haben, wenn ich gucke, 3 Stück, wir haben voll. Badam, bam, bam. Der läuft in der Richtung. Da hinten läuft er. Da ist auch noch Geld. Cool, gehen wir da mal rein. Wo liegt Geld? Weil wir den da abgeknallt haben, oder was? Geld. Ja. Money, money, money. Money. Oh. Money, money, money. Wo ist hier das Geld? Oh. Okay, sind normale Scharfschützenpositionen. Medizinschrank. Da liegt das Geld. Ob die was sagen, wenn wir da uns hinschleichen? Mal gucken. Hallo. Die gucken zu und machen nichts. Ist ja schön. So. Jetzt wollen wir uns mal um den anderen Genossen kümmern da. Der ist... Da läuft da rum. Alles klar. Da liegt auch noch Geld. Hä? Haben wir so viel Geld übersehen? Terror. Du, oder vielleicht hier hinter. Hier irgendwo. Weil drinnen lacht doch nichts, ne? Da. Ich hab's euch eben gerade schon gesehen. Da. Zack. Wie viel gibt's denn eigentlich mehr? Oh. Begib dich zu Mute Balance. Ja, ist klar. Okay. So, das andere Geld wäre da oben. Das andere sind, glaube ich, die Waffen- und Medizinschränke. So, das sieht aus, als wenn es im Gebäude ist oder hier im Dings ist. Hier drinnen. Oh ja, wie viel gibt's denn? Warte mal kurz. Nochmal 875 Dollaris. Dollar. So, jetzt wie gesagt, jetzt wollen wir uns mal um den letzten kümmern. Nicht, dass wir da irgendwas auslösen, was wir eigentlich gar nicht auslösen wollen. Wir wollen ja eigentlich zu dem Club da. Da ist er. Gut. Den machen wir noch kalt. Wo ist er? Der steht da drinnen, ne? Ah, nee, nicht nachladen. Gott. So, jetzt haben wir... Ihn haben wir denn auch erledigt. Geld haben wir auch eingesammelt. Hier liegt nur noch irgendwo Geld. Im Gebäude? Das sammelt er ja automatisch ein. So, das muss da drin sein. Unbefugtes Betreten. Eieieiei. Hä? Doch, hier drin. Da ist die Tür. Ah, es geht auch so aus der Deckung raus und Tür aufmachen. Gut zu wissen. Vielleicht haben wir auch schon mal rausgefunden gehabt. Und wieder vergessen. Naja, Terra halt, ne? So, wir schauen hier nochmal rein. Aber das glaube ich, das war nur die... Der Waffenschrank oder was, ne? Das grüne Teil. Ach nee, das war... Nö, warte mal. Muss doch was sein.
Ist das draußen?